Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo. Heute möchte ich dich ermutigen in dieser Zeit, in der Corona-Zeit. Wir haben ja einige Videos schon gemacht. Ihr habt auch schon neue Gesichter gesehen. Das sind Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich freue mich sehr darüber. Aber heute wollen wir einen neuen Vers haben. Oder wir haben einen neuen Vers, den möchte ich vorlesen. Und hoffe, dass du ermutigt bist, dass deine Angst weggeht und dass du nach vorne schaust, nach vorne blickst. Darum geht es ja letztendlich. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 37, da steht: Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dieses durch Christus, der uns so geliebt hat. Moment mal, also wie jetzt? Im Leid, mitten im Leid triumphieren wir? Aber da hört der Satz nicht auf, sondern es geht weiter. Der Grund ist nämlich Christus, denn es steht, wir über all dieses durch Christus, der uns geliebt hat. Aber ich möchte zwei Verse danach lesen, weil das ist so der Zusammenhang. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Wow. Jetzt ist die Frage, wo stehst du gerade in dieser Zeit? Schaust du dir die ganzen Medien an und hast Angst, dass du vielleicht selber betroffen wirst? Das ist normal. Also so ist der Mensch von Natur aus. Er schaut sich alles an, die Angst kommt und die Angst ist so ein Türöffner. Aber wenn du verstanden hast, dass du durch Christus gesiegt hast, und zwar er hat gesiegt und du durch ihn, dann brauchst du keine Angst haben und kannst triumphieren mitten im Leid. Ich hoffe, dass das dich bewegt in dieser Zeit und dass du auch nicht nur du selber, sondern in deinem Umfeld Leute das merken, in deiner Familie, deine Nachbarn, mit vielen Leuten kann man ja jetzt nicht Kontakt haben. Oder vielleicht über Facebook oder über WhatsApp, wie auch immer. Dass sie merken, hier strahlt jemand was aus. Warum? Weil er Christus hat. Wenn du Christus noch nicht hast, dann ist das der Schlüssel. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut für diesen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.